Kennst du das? Der Akkordwechsel steht an und schon haben wir Fingersalat in der linken Hand, wenn die Finger in Panik versuchen, ihre neue Stellung zu finden. Da gibt es einen Trick, mit dem du das deutlich ruhiger hinbekommen kannst, nämlich den Leitfingertrick. Was bedeutet das? Nehmen wir zum Beispiel die Akkordfolge F-Dur, G7 und C. Da gibt es für jeden der Akkordwechsel einen kleinen Trick, wie die Finger etwas weniger in Panik kommen. Schau einmal, wie der F-Dur-Akkord aussieht und nun das Griffbild für den G7-Akkord. Wenn ich das jetzt mal so ein paar Mal hin und her wechsle, merkst du, dass der erste Finger sich überhaupt nicht bewegt. Das ist auch gar nicht nötig, denn wir haben ihn an beiden Akkorden an derselben Stelle. Der erste Finger bleibt immer hinter dem ersten Bund der zweiten Seite. Also warum ihn aufheben? Ja? Lass ihn einfach liegen. Achte bewusst darauf, ob nicht irgendwelche Finger liegen bleiben können. Das ist der erste Trick. Der zweite Trick, den erleben wir, wenn wir vom G7 zum C-Dur-Akkord wechseln. Da solltest du nämlich jetzt nicht einfach die Finger aufheben und dann den dritten Finger hinlegen, sondern mal genau schauen, beim G7-Akkord ist der dritte Finger hinter dem zweiten Bund der ersten Seite, beim C-Dur-Akkord hinter dem dritten. Okay, es ist nur ein Wechsel um einen Bund. Dein Akkordwechsel wird viel besser gelingen, wenn du jetzt den dritten Finger liegen lässt und ihn nur hin und her schiebst. Also nicht aufhebst beim Akkordwechsel, sondern einfach ihn nur hin und her schiebst. Ja, schau mal genau. G7, jetzt der erste und zweite Finger werden angehoben. Der dritte Finger schiebt rüber zum dritten Bund und schon haben wir den C-Dur-Akkord. Beim Wechsel vom C auf G7 ist es natürlich genau dasselbe. Der dritte Finger bleibt liegen, er rutscht runter hinter den zweiten Bund und der erste und zweite Finger kommen dazu. Okay, bei dieser Akkordfolge hast du jetzt also schon zwei Möglichkeiten, um für etwas Ruhe in deiner linken Hand zu sorgen. Schau einmal, ob bei dem Akkordwechsel ein Finger liegen bleiben kann. Das ist dann unser Leitfinger und in diesem Fall ist es sogar so, dass wir unsere Hand um diesen Finger drehen können, um den neuen Griff gut greifen zu können. Oder zweite Möglichkeit, schau einmal, ob du Finger, statt sie anzuheben, einfach nur rutschen kannst, weil sie auf derselben Seite bleiben, aber einfach nur ein oder zwei Bünde höher oder tiefer sind. Wie bei dem Wechsel von G7 auf G. Ich hoffe, dieser Tipp hilft dir, um ein richtig flüssiges Akkordspiel hinzubekommen. Bis zum nächsten Mal dann. Mach es gut. Tschüss, dein Uwe.